Ja, es ist eine Klinik mit Hotelcharakter. Patienten fühlen sich nicht wie in einer Klinik. Wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, gerade was die gerätegestützte Therapie angeht. Durch das Gangtraining mit dem GIO, durch visuelles Feedback, durch computergestütztes Training. Also da haben wir schon viele Möglichkeiten, auch trockenes Training für Patienten spannend zu gestalten. Beeindruckend beim Medical Park finde ich, dass man sich im Prinzip sofort einfügen kann als Mitarbeiter, als neuer Mitarbeiter. Man hat ein Einarbeitungskonzept, man ist wirklich gleich dabei. Das dauert bei manchen nur Tagen, bei manchen vielleicht 2 Wochen, aber man ist dann mit drin. Ich finde es super bei Medical Park, dass pflegefremde Tätigkeiten durch andere Bereiche übernommen werden, sodass viel mehr Zeit auch in der Pflege für den Patienten bleibt. Was Medical Park als Arbeitgeber richtig gut macht, ist die Unterstützung in einem selbstverwirklichten Arbeiten. Die Leidenschaften oder die Präferenzen von Mitarbeitern werden gesehen und dementsprechend werden die Mitarbeiter auch eingesetzt. Ich kann mich hier weiterentwickeln. Das ist für mich eine Sache, die mir enorm wichtig ist, dass ich nicht stehen bleibe. Und es macht unheimlich Spaß, einfach an Sachen mitwirken zu dürfen. Es sind geregelte Arbeitszeiten, es gibt keine Schichtdienste im ärztlichen Bereich und damit ist es natürlich auch, sage ich mal, von der Life-Work-Balance eine sehr gute Angelegenheit. Bei uns im Medical Park ist in dem Sinne halt anders zur offenen Gastronomie, daher, dass wir wirklich feste Arbeitszeiten haben. Und das gibt halt einfach wieder viel größeren Freiraum für Freizeit, Privatleben. Man kann sich halt besser auf andere Sachen einstellen. Wir in der Gastro haben ein super Verhältnis. Wir halten zusammen, weil eigentlich jeder schon überwiegend der Freizeit wieder in die Arbeit kommt. Wir sind die Schnittstelle zwischen Operation und Rückkehr ins Leben.